Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge XXL Farm. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mal kurz Anmoderation verpennt. Auf jeden Fall sind wir gerade auf dem Weg zum Händler. Möppen Arion 660. Hab noch so ein paar Gespanne geladen und auch weggefahren, verkauft, immer weiter und so fort. Mittlerweile schneit's. Der ehemalige Rübenacker, von dem wir die Rüben jetzt alle verkaufen, ist gegrubbert komplett und Steine sammeln ist auch schon ordentlich fortgeschritten. Und ich fahre gerade zum Händler, um ein Förderband abzuholen, was ich mir jetzt mieten werde. Wo haben wir denn die Kategorie? Da unten, Förderbandsystem. So, wir brauchen einmal das, einmal das. Können wir jetzt mal noch eins nehmen, das ist blöde. 255 Euro und 1900. Und dann nehmen wir gleich mal mit, ja. Oder kann man ihn nicht? Warte mal. Können wir den nicht hier so zusammenkuppeln? Geht das nicht? Nee. Oder? Nee. Ich glaube, die muss man dafür ausklappen und abkuppeln. Fahren wir nicht, das ist jetzt erstmal los. Mal Licht anmachen. Schneidet ja schon wieder wie sonst was. Mulchen müssen wir ja auch noch zu Ende. Von daher in der nächsten Folge werden wir dann ordentlich auf dem Acker unterwegs sein, denke ich mal. Der MB-Trag ist immer noch fleißig am Stein sammeln, die müssen wir auch noch abholen. Auf dem Hof fahren. Von daher werden wir das dann auch noch machen in den nächsten Folgen. Werden wir dann auch noch. Hilfe! Da habe ich kurz die Ausfahrt nicht gesehen. Wir haben ja zum Glück auch nicht mehr so viele Äcker, die noch bestellt werden müssen. Ja, doch, gedrillt schon, aber ich meine jetzt gerubbert müssen noch 2. Steine gesammelt müssen noch 3. Ne, 2,5. Und Mulch 2. So, jetzt hört es wieder langsam auf zu schneiden. Ich lasse das Förderband erstmal hier hinten stehen. Jetzt kann man ja immer noch fahren, selbstständig. Oder wir schieben es hier ran. Die Drille werde ich erstmal hier raus fördern. Wir werden nämlich gleich mal Kartoffeln laden. Die fahre ich nämlich auch dahin, wo wir gerade waren. Das war der nicht so gut, nicht so Weltklasse-Preis. Klar, gibt schon am meisten jetzt zu der Jahreszeit. Überall, aber... Deswegen fahre ich auch dahin. Jetzt zu der Jahreszeit. Aber der Nachteil ist halt... da, wo es ganz viel Geld gibt, also... Das ist eine Bahnverkaufsstation, da müssen wir dann mit der Bahn irgendwas machen. Können wir irgendwann, weil wir ganz viele haben, mal. Dann fahren wir zu irgendeinem Bahnhof und sacken das Ganze ein. Aber die Verkaufsstelle, wo es nochmal 20 Euro mehr gibt pro Liter, pro Tonne, die ist natürlich ja ganz oben auf der Map und da fahren wir übelst lange hin. Die Spritkosten, wenn ich die im Endeffekt berechne und die Zeit. Alter, nee. Das machen wir mal nicht. Das ist zu viel. So. Zweites Mal kurz mitnehmen. Dann bauen wir das auf dem Hof mal alles kurz auf. Und dann haben wir fertig. Dann brauchen wir mal nur mit dem Förderband ein bisschen versetzen. Klar, ich hätte es doch schon früher machen können, aber ja, jetzt halt nicht.
mit den ganzen Mist jetzt gleich erstmal zusammenbasteln. So das erste Mal, dass ich großartig mit Förderbändern arbeite. Auch mal schön. Auch mal sehr interessant vor allem. Wenn man nicht so oft mit Förderbändern was macht. Habe ich zwar im 19er schon immer, aber jetzt hier sind 22er noch nicht. Von daher. Nee, andersrum. So. Fahren wir hier runter, da schneit's nicht. So, und nehmen erstmal die. Boah, das lässt sich ja Weltklasse fahren. Hier, Reaktionszeit wie Pfannkuchen. So. Nee, erstmal so, genau. Geiler Sound. So. Das andere Förderband. Schon haben wir uns auch nochmal und kuppeln das dran. Ah, passt das von der Höhe? Ach, klingt wie der Stapler beim Starten. Nicht nur wie beim Starten, sondern auch wie beim Fahren. Das ist ja auch praktisch. So, der Vorteil ist ja, dass wir es ausfahren können. So, es läuft schon über. Aufs nächste. Kuppeln mal trotzdem was zusammen, die beiden Kollegen. Und dann fahren wir das mal hoch. Und fahren das mal aus, ne? So. Perfekt. Leute. So, hier haben wir auch noch ein volles Gespann stehen. Frontlader laden habt ihr jetzt ja noch gesehen. Das werden wir aber auch noch genug machen in diesem Projekt. Frontlader arbeiten. Vielleicht fahre ich schon mal eine Runde spritzen. Mal schauen. In der Zeit, wo dann hier alles gemacht wird. Beim B-Truck muss ich gleich nochmal vorbeischauen. So, der Deutz steht hier schon. Freifahrt. Zack. So. Krollen wir uns in Deutz. Und müsste jetzt eigentlich auch schneller gehen. Zumindest hoffe ich es. Hab's ja so ausgerichtet, dass wir auch gut runter können. Ja, sehr gut. Zack. Ah, oh, dauert ein bisschen, aber. Kurz Thumbnail machen. Sehr gut. So. Läuft doch. Geht gut ab hier. Sieht zwar aus, wie wenn da gar nichts passiert, aber. Ja, da wird schon was passieren. Mit der Zeit. Von daher. Geht ja schon gut was rein. So, MB-Truck, MB-Truck. Ey, warum fährst du nicht? Du sollst arbeiten. Was hast du denn jetzt hier geraucht, Junge? Hast du Lacke gesoffen oder was? Sollst du Stein sammeln hier unten? Leute, der 8RX, der ist schon längst durch. Den habe ich da schon zusammengeklappt hingestellt.
So, Schnürschuh, du fängst jetzt mal in der Mitte an. Wie vorhin, Junge, ich verstehe es nicht, Leute. Die Fahrer stehen, sitzen da in Unterhemd oder was. Oder T-Shirt, wie man es nennen mag, in ihrer Buchse, ihrer Fahr- und Telefonzelle mit offener Scheibe. Ich glaube, es sagt, ey. Fehlt noch die Badehose. So. Erst das voll. Mal vorfahren. Und rein im zweiten. Spritztechnik müssen wir mal kurz gucken. Was haben wir denn für eine? Die, ne? Ja. Gebrauchbar mag mal vorbeischauen. Ah, da gibt's. Ah, oh, hier Weltklasse, nehmen wir. Ja, das ist ein bisschen teuer, leider. Ja, leider ein bisschen teuer. Leider, leider. Naja. Trotzdem müssen wir mal spritzen fahren. Können wir ja mal kurz die Schaufel abbauen und hier hinstellen. Ja, die hinten aber auch passiert, was hier oben dran. Naja. Stellen wir erstmal hier die Schaufel ab. Mal kurz nachschauen, der MF. Ja, sehr gutes Timing. Letzte Fuhre Rüben. Erstmal, ich denke mal, dass ich später noch von hinten so ein paar Fuhren wegnehmen werde. Dann kann der direkt wieder zurückfahren und ich mache mich ans Spritzen auf den Äckern rund um den Hof. Wir werden aber demnächst dann, wie gesagt, ich werde mal gucken, gibt es ein Precision Farming Pack mit Bodenproben etc. Da gibt es, glaube ich, eine Johnny-Spritze mit drin. Die werde ich, denke ich, mal mehr. Pack werde ich mir downloaden. Werde das beim nächsten Mal mit drei aufnehmen. So dass wir dann demnächst auch eine neue Spritze haben. Aber für heute muss die alte noch herhalten. Von daher macht das nichts. Können wir gleich schon mal parat stellen. So, Attacke. Du bist hier am Sammeln. Obwohl, ne, wir können uns die Steine schon mal holen. Fällt mir da gerade ein. Ah, jetzt habe ich natürlich keinen Drehschemelhänger hier. Ja, komm, dann müssen wir den. Dann müssen wir den Brandner nehmen, den Tandem. Holen wir die kurz und danach werden wir der Spritze dran machen. Und dann haben wir das nämlich auch, weißt du? Dann brauchen wir uns damit nicht mehr rumschlagen mit dem scheiß Stein da drüben. Dann kann ich den Acker nämlich komplett abhaken erstmal. Bis zum Drill da rum. Hab da nämlich so ein paar einzelne Haufen liegen. Guck mal, da hinten fährt schon der Deutz. Sehr schön. Sieht man von hier wieder, da hinten fährt, ja. Läuft hier auf dem Hof. So, hier vorne am Straßenrand liegen zwei Ladungen. Wo liegt noch was? Hinten, wo er gerade gegengefahren ist. Da müsste noch was liegen.
mitten drauf auf dem Acker, müssten auch noch ein, zwei Fuhren einzeln liegen. Weil ich da nicht eingesehen habe, extra nochmal hier zum Haufen zu fahren. Jo, Leute. Das war's mal wieder komplett. Fahren wir wohl nochmal das Gewicht holen. Bis gleich. So, ich habe gerade gesehen, dass der MF wieder vor der Tür steht und wartet. Dem werden wir jetzt nochmal schnell um das Förderband kutschieren. So. Dann kann der nämlich auch wieder vollgeladen werden. Sehr gut. Und dann geht's auf mit Gewicht. Hoffen wir, dass er es jetzt gehoben kriegt. Ansonsten muss ich nochmal zum Händler nochmal ein viel schwereres holen. Wir hatten ja 2,5 Tonnen Gewicht. Hatte ich ja mit dem B-Traktor, hatte der neue, aber mit Problemen, deswegen habe ich das verkauft. Weiß nicht, ob es so eine gute Entscheidung war. Muss ich schauen, ansonsten muss ich nochmal ein neues kaufen fahren. Hui! Eieieiei, Hilfe! Ach, kleiner Stuntman. So. Bitte. Ja, ja. Krieg da hoch. Zwar mit Schwierigkeiten, aber krieg da hoch. Oh Gott, er rollt zurück. Hilfe. Kriegt das nicht mal über den Rand hinaus? Hatten wir doch aber bei den Rüben, die er dann aber rübergekommen, oder nicht? Ja, jetzt macht er Menschen. Jetzt kommt er gar nicht mehr hoch. Hallo, Hilfe! Ich will eine Schaufel leerer machen. Eine Rampe, die ist auch nicht schlecht. So, und dann rein damit. ...46% geht auch noch fit. So, rein damit. Ich verliere den vollen Grundtank. Ey, ich bekomme jetzt, Leute, das erste Mal eine Benachrichtigung, dass der Steinsammler voll ist. Das ist krass. Entweder habe ich nicht gesehen oder ich bekomme jetzt zum ersten Mal eine Benachrichtigung. Perfekt, er ist angekommen. Ich kann mal kurz ausleeren, der nächste ist wahrscheinlich schon wieder voll, also so schafft man deutlich mehr. So, 4.700 haben wir pro Anhänger normalerweise bekommen. Bei den Rüben. Seht ihr, Leute, so mache ich das. Man braucht, gibt keine so hohen Wartezeiten, da ich eh hierher kommen musste, um den die ganzen Steine einzusammeln. 6.500 gibt es jetzt schon pro Anhänger für Kartoffeln. Alter. Das ist ordentlich was. Sprich 13.000 pro Fuhrer, also das ist nicht schlecht. Das gibt ordentlich Kohle im Endeffekt. Und hier haben wir ja noch ordentlich was liegen. Also bisher haben wir zwei Fugen und hier hinten in der Ecke nur das bisschen. Also muss ruhig jeder noch zwei, dreimal fahren. Ich denke mal dreimal. So, los geht's. Im nächsten vollen Zug. So, Jobber stellen, zack, zack. Och, jetzt, Alter, immer, der Marcel Ferguson sagt immer, Ziel nicht erreichbar, kann nicht, ja, Sehen wir mal, wie du kannst, ey. Jetzt fährt er nämlich, meine Fresse. So, einmal hier rum. Oh, Leute, der Schnee, ne, der geht mir auch so auf den Sack. Wenn ich jetzt ehrlich mal so sagen kann. So, Steinensammler ist weiter am Machen hier. Genau, fahr du mal ordentlich hier. Ach, den Glück noch.
Haben wir es? Ich kann den anderen gar nicht so dran machen, ne? Jo, Leute! So geht's! So geht's! Ich weiß nicht, ob wir so vorankommen. Ich kann's ja mal probieren. Nee, kann man vergessen. Ja, komm, dann fahr ich mit der Front an der Schaufel von da hinten an die vor. So, da hinten sehe ich nämlich schon was. So, ich darf nicht vergessen. Nicht voller wie 40%. Ja, die 70 jetzt, die müssten schon wieder. Nee! Die gehen, die gehen. Das ist. Das hätte ich nicht erwartet. Uiuiuiuiuiui. Ja, 70 gehen aber auch. Aber gerade so Grenze. So, noch ein bisschen höher. Sehr gut. So, nochmal wieder voll machen, rüberfahren. Kriegen wir alles mit, dass hier noch liegt? Ja, kriegen wir, kriegen wir. So. Oh nee. Mann. Wie geht denn das jetzt schon wieder nicht, ey? Also der Anhänger, ne, der muss echt mal echt damit. Der ist echt nicht schön, so. Jetzt ist Deutz wieder dran. Voll machen, aber so geht das deutlich besser. Also, so werde ich den Rest, den ich wegfahre, diese Saison auch wegfahren, ey. Geht 10-mal schneller und besser. Ist der nächste auch schon da? Oh, 1A Timing. So, hier müsste ich ja eigentlich nochmal. Kriege ich hier mehr? Ne, kriege ich nicht. Kriege hier weniger. Ja, Anhängerlehrer. Oder weniger reingeht. Sag ich mal so. Leute, ist bei euch das Fliegelgigant auch so rot? Sieht gerade ein bisschen komisch aus. Jetzt nicht mehr, jetzt wieder. Leute, da haben Fliegel. Naja, könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar schreiben, ob es bei euch auch so ist. Wenn ist ein Bug. Sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus. So. 10.400 nehme ich mit. Nehme ich mit. 200.000 sind Pflicht. Alles darüber ist schön. Weil 200.000 Euro haben wir einen Kredit. Und wenn wir die abbezahlt kriegen, ist schon mal echt gut. Und wenn wir dann darauf sogar noch was verdienen können, Weltklasse. Dann kann man nämlich schon mal wieder anfangen, für einen neuen Trecker zu sparen. Hat bei dann auch schon wieder einen Vorteil. So, und so machen wir noch einen Haufen kurz. So Leute, von hier sehen wir schon drei. Einmal hinten links und dann rechts jeweils zwei. Der MB-Truck kollidiert gleich mit einem, aber ist egal. Hier hinten ist noch diese eine Bahn, die er noch nicht gemacht hat. Die müssen wir zum Schluss nochmal machen. Die weiß ich aber auch noch. So 86%. Eieieiei. Aber das nehmen wir jetzt doch alles mit nach vorne. Ich fahre hier nicht zweimal in die Ecke. Aufregende Fahrt, ey. Buckelige Piste. Dazu auf fast zumeist auch nur auf zwei Rädern. Obwohl jetzt, Gott, geht's mal. Ah, wieder nur. Oioioioioi. Ah, jetzt geht's. So, der ultimative Test kriege ich das alles in einem hoch.
Ah, ich muss langsam und gleichmäßig. Ziemlich voll, aber naja. Gibt man dafür alles auf dem Hof. So, ich habe gerade mal den Deutz schnell vorgefahren. MF ist auch wieder angekommen, habe ich gesehen. Da sind schon mal alles gute Zeichen. Kannst gleich auf dem Hof weitergehen. So, das müssten zwei Ladungen hier sein vom Steinensammler, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, eine. Sah so aus erst. Mit 2000 Litern weiß ich nicht, ob wir da vorne ankommen. Hatten wir aber, glaube ich, gerade auch drin. Von daher, auf geht's. Haha, Leute. Mit der Rübenschlitzschaufel, guckt euch das an. Können wir einfach Steine unten raushexeln. Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber so erleichtern wir uns definitiv das Abladen. Von daher. Alles gut. Dann geht's jetzt. Da hinten liegt auf jeden Fall noch ein Haufen. Ich check hier vorne nochmal schnell ab. Aber ich bin der Meinung, gerade liegt da keiner. Ich bin generell der Meinung, der hat jetzt hier eigentlich alles ganz ordentlich gelöst. Wenn mich alles täuscht schon. Oh, jeder eine noch. Sonst liegt hier nichts mehr. So, aber bevor wir gleich hochfahren mit den Steinen. Er wieder auf der Straße und der andere und das Förderband. Da muss er vorangehen mit den beiden. So. Oh, schon den ganzen Tag hier. Leute, ich fahre hier auf diesem Server unterbrochen seit 4,5 Stunden. Ah, das ist krank, ist das. Ist aber auch, ich zock gar nicht so oft. Mal so am Stück jetzt. Das erste Mal so richtig wieder. Nur ein paar Wochen. Wir sind mal am Arbeiten draußen oder Schule. Kacke. Die scheiße Aufgaben, ey. Man nervt immer. Das ist immer zum Kotzen. Ah, oh, so lange die Schnauze voll. Oh, muss er leider. So. Das muss ich mal ganz kurz anders ausrichten, Lori. So. Zack, kann man da gehen. Jo. So. Wo ist denn der Mittag? Der fährt gerade hoch. Wozu auch immer. Los, denn du brauchst gar nicht mehr fahren. Du hast aber auch nicht mehr. Mal kurz auf Karte gucken, bevor die Folge gleich endet. Kann man mal ausmachen. Ja, der hat nur noch da eine Ecke und hier den einen Streifen. Den werden wir aber gleich offscreen, werde ich das beenden. Dann können wir in der nächsten Folge, weiß nicht mit was wir da noch rein starten, wahrscheinlich immer noch Sachen wegfahren, so zum Teil. Aber ich denke mal, dann werden wir wieder bisschen Bodenbearbeitung machen. Vielleicht wenn wir mulchen und grubbern fahren, denke ich mal. So.
vorne, mal nach hinten. Der Scheinsammler in der Welt dann immer umsetzen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wer es noch nicht getan hat, schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Und dann bis zur nächsten Folge XSL-Farm. Oder auch gerne im anderen Projekt, ne? Genau, gerne mal vorbeischauen. Dann bis dann. Ciao, ciao.